Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Was gibt es Neues bei Autohaus Huber Kapfenberg? Wir freuen uns im Autohaus Huber, Ihnen den neuen Ford Focus Aktiv präsentieren zu dürfen, der mit allen möglichen Motorvarianten Benzin, Benzin, Hybrid, Diesel, Schaltgetriebe und Automatik zu haben ist. Ausgerüstet mit der neuesten Sync 4 Technologie, Navigation, Radio, die komplette Fahrzeugeinstellung und Verstellung des Fahrwerks, alles von diesem wunderbaren Bildschirm aus zu bedienen. Der Vorteil vom Aktivmodell sind die 3 cm mehr an Bodenfreiheit, die wir haben, und den Fahrmodusschalter für rutschige Fahrbahn, verschneite Fahrbahn, normales oder sportliches Fahren. Und auch bei Honda gibt es ein interessantes Fahrzeug. Grüß euch, hier haben wir den neuen Honda HR-V. Honda kombiniert hier alle Vorteile eines SUVs mit der Sportlichkeit und Eleganz eines Coupés. Zur Serienausstattung des Honda HR-Vs gehören auch die adaptiven LED-Scheinwerfer, die für automatisches Auf- und Abblenden sorgen. Hier haben wir die iMMD-Hybrid-Technologie verbaut, die wir schon bereits vom Honda Jazz kennen, die es uns erlaubt, das Fahrzeug im normalen Motormodus, Elektromodus und im Hybridmodus fortzubewegen. Der Honda HR-V bietet auch ein Top-Platzangebot, das durch die Magic Seats von Honda unterstützt wird, die nämlich aufgeklappt werden können und sonst umgelegt werden können. Das alles und noch mehr im Autohaus Huber Kapfenberg. Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. Wohin die Wege uns auch führen, unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. In der steirischen Fußball-Landesliga geht es in die 18. Spielrunde und der SC Stadtwerke Grillbrugg trifft da auf den SV Lafnitz, auf die Zweier. Und beide Mannschaften haben im Frühjahr noch nicht gewonnen, wollen natürlich punkten. Wer wird heute gewinnen? Beide Teams haben sich fürs heutige Landesliga-Match viel vorgenommen nach dem Frühjahrsfehlstart da beim Auftakt. Bei Bruckfelder erkrankte Flo Stadler und der wird durch Krikic ersetzt. Brucks Kapitän Marc Riegel da mit dem Maskottchen, das muss ja Glück bringen. Der Schiri heute, Agron Sibari, hat schon einen guten Namen, bürgt für Qualität. Und los geht's! Ein harter Lafnitz-Einstieg da an Masovic. Nichts passiert. Und bei Bruck der Pfeilschnelle Marc Riegel da mit einer guten Aktion. Bruck da mit Ballgewinn, aber der Pass in die Tiefe zu steil ausgefallen. Man merkt, es geht um viel heute. Die Variante bei diesem Gäste-Eckball da nicht schlecht, aber dann? Bruck klopft da ordentlich an, lässt da natürlich was liegen. Lafnitz macht das besser, ein super Angriff, ein guter Ball in die Tiefe und dann ein Zuspiel da auf Dufniak. Und Dufniak macht das 1:0 für die Gäste in der 13. Spielminute.
Riegel entblößt immer wieder die Gästeabwehr, aber ein Tor soll her. Aber nun sind wieder die Gäste dran. Lafnitz 2 da wieder mit einem guten Angriff über die linke Seite. Und da wird Dufniak wieder angespielt. Und Dufniak macht das 2:0 für die Gäste in der 20. Spielminute. Ja, und mit diesem zweiten Tor hat sich Luka Dufniak verletzt. Er spielte noch kurz weiter, musste dann gewechselt werden. Ein spektakulärer Bruckrettungsversuch da. Man merkt, Lafnitz ist eine harte Nuss heute. Hat ja auch 5 Spieler von der Zweitligamannschaft in ihren Reihen. Lukas Stonhofer im Brucktor kann sich gut in Szene setzen. Bruck braucht vor der Pause noch den Anschlusstreffer, aber das ist kein Wunschkonzert und das war's mit der ersten Hälfte. Lafnitz führt da im Uelzl-Stadion gegen Bruck mit 2:0. Mein Name ist Julian Edlinger, ich bin 23 Jahre alt und seit 3 Jahren Schiedsrichter. Mit über 300 aktiven Kollegen sind wir die größte Fußballmannschaft der Steiermark. Wir würden uns freuen, wenn auch du Teil dieses Teams wirst. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Ja, und härtemäßig wird in Hälfte 2 ein Schäuferl zugelegt. Ja, und da haben die Lafnitzer Glück. Die Profis sind am Rosen. Ja, und nach Bruck-Einwurf machen die Gäste ein Nickerchen, haben die Gäste am falschen Fuß erwischt und Bruck macht den Anschlusstreffer zum 1:2. Jetzt muss ein Ruck durchgehen durch die Brucker Truppe. Bruck zweite Halbzeit gut im Spiel, aber bei diesem Angriff da muss mehr rauskommen. Jan Durner da mit einer super Aktion. Durner war ja lange verletzt, kommt immer besser ins Spiel. Ja, und dieser Gästeangriff wird gestoppt. Ja, und Lafnitz gelingt da der dritte Treffer und das ist auch die Entscheidung. Der dritte Treffer zum 3:1, der Torschütze für Lafnitz, Strodl. Binder Lafnitz setzt sich da richtig gut in Szene. Aber nichts passiert aus Bruckers Sicht. Am Spielstand ändert sich nichts mehr. Bruck Mur unterliegt im Heimspiel Lafnitz 2 mit 1:3. Das ist bitter, die Stimmen zum Match. Ja, was sagt der Lafnitz-Trainer zu diesem Auswärtssieg da in Bruck? Ja, immens wichtiger Sieg für uns. Man hat natürlich gesehen, dass die Leichtigkeit nicht so da ist, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Es war ein hart erkämpfter Sieg. Bruck hat ja gar nicht so schlecht begonnen und in eine gute Drangperiode hinein habt ihr dann 2 Tore in einer kurzen Zeit geschossen, erste Halbzeit. Ja, sehe ich auch so. Es war dann natürlich die Führung sehr glücklich, auch in der Höhe mit 2:0. Zweite Halbzeit, es war generell ein Spiel, wo viele Chancen waren für Bruck, für uns auch. Und ja, zweite Halbzeit haben wir uns gesteigert und aufgrund dessen, glaube ich, war es dann auch nicht unverdient.
Ich glaube, ihr wart heute ein bisschen besser aufgestellt, auch, weil da die Länderspielpause war, oder? Ja, es ist natürlich so, dass die Spieler, die verletzt waren, dann Spielminuten kriegen. Wir haben natürlich in der Pause drei Spieler tauschen müssen, aufgrund, weil sie noch nicht so weit waren. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, laufen jetzt wird das als Gesamtkader gesehen, als großer Kader, dann wollen wir natürlich allen Spielern die Möglichkeit geben, zum Einsatz zu kommen. Ja, was sagt der Brucktormann Luca Donhofer zu dieser 1:3-Niederlage? Ja, es ist auf jeden Fall unglücklich natürlich, vor allem wie wir am Anfang in Rückstand gehen, weil wir haben gut angefangen. Kriegen dann durch zwei Konter zwei blöde Tore. Ja, und danach ist es halt schwierig. Wir gehen mit einer 2-0 in die Halbzeit, wir haben dann nochmal alles probiert. Probiert aufmachen, auch nochmal nach vorne spielen, aber ist halt leider nichts mehr geworden. Also wir haben nur einen Anschlusstreffer gemacht, aber ja, da ist 3-1, wovon die Lafnitzer war dann eigentlich alles besiegelt. Und jetzt ist die Mannschaft natürlich ein bisschen verunsichert und man hadert ein bisschen. Ja, natürlich. Natürlich ist es schwer, wenn man natürlich die ersten drei Partien gleich verliert, ist es natürlich schwer. Aber ich bin positiver Dinge, dass wir uns zusammenraffen werden und wir einen Kampf liefern werden, dass wir in der Liga bleiben auf jeden Fall und dass wir unsere Ergebnisse stabilisieren. Jetzt habt ihr am Freitag wieder ein Heimspiel, ich glaube um 19 Uhr zu Hause spielt ihr da. Da gehört natürlich ein Dreier her. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden da gute Dinge einigen. Wir werden uns gut vorbereiten die Woche und dann holen wir uns die drei Punkte nächste Woche. Danke, alles Gute. Danke, danke.